Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Wie findet ihr diesen Ort? Ist er nicht wunderschön? Dieser Ort ist ein Teil von der Stadt Tokio in Japan. Eine Brücke ist hier errichtet worden in der Stadt Tokio, die die Stadt in zwei teilt. Die Brücke ist eine hängende Brücke, die die Stadt in zwei teilt. In Tokio befindet sich ein sehr schöner Strand, den ihr auch bestimmt einmal besichtigen sollt. Ich freue mich sehr, mit euch von diesem Ort zu sprechen. Was möchte denn der Herr uns denn heute mitteilen? Durch 2. Chronik, Kapitel 14, Vers 11. Dies ist das Gebet von dem König Asa an unseren Gott. Herr, es ist bei dir kein Unterschied zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Der König Asa war einer der Könige von dem Königreich von Judäa. Er war ein Mensch, der gottesfürchtig gehandelt hat. Der damalige äthiopische König hatte seine Armeen gegen ihn aufgesetzt und war bereit, ihn anzugreifen. Diese Armee war eine sehr große Armee und enthält mehr als 10 Millionen Soldaten. Es ist in der Bibel beschrieben, dass dieser König mit mehr als 10 Millionen Soldaten ankam. Als der König Asa dies erfuhr, wurde er sehr ängstlich, weil diese Armee zu groß war. Im Vergleich war die Armee von Asa sehr klein und keine Chance zu besiegen. Die Armee von Asa war sehr klein und hätte überhaupt keine Chance. Zu der Zeit betete König Asa an den Gott von allen Göttern. Herr, eine große Armee ist gegen mich. Aber es ist bei dir kein Unterschied zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Es ist keine große Akt für dich, diese Armee zu besiegen für mich. Ich kann es selber nicht und wir auch nicht, aber mit dir ist es möglich. Ich glaube sehr fest daran, dass es mit dir möglich ist, ein Gebet des Glaubens an den Herrn, dies unser Glauben auch verstärkt. König Asa glaubt nicht an sich selbst oder seine Fähigkeiten, sondern nur an den Herrn. Ein wunderbares Gebet. Unser Herr hörte das Gebet von Asa und gab ihm den Sieg über den Äthiopiern. Dies ist ein wahrhaftiges Ereignis, das in Israel geschehen ist. Vielleicht hast du sehr viele Gegner und böse Menschen, die dein Leben ruinieren wollen. Menschen an der Macht, die nicht ethisch agieren, bist du deswegen eigentlich verzweifelt? Es macht aber den Herrn keinen Unterschied zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Wenn er möchte, kann er diese Menschen zerstören. Schaut nicht an der Macht deiner Feinde oder die Anzahl der Gegner. Seht nur, wie groß dein Herr eigentlich ist. Der Herr hat auch seine Armeen, die viel größer ist als die Armeen von den Menschen auf Erden. Wahrhaftig sind die Armeen des Herrn viel größer. Gottes Engelschar kann kein Mensch besiegen. Auch wenn alle Armeen der Welt sich einigen, können die Armeen des Herrn aus Engelscharen nicht besiegen. Aus diesem Grund heißt der Herr Zebaoth, der Herr der Armeen. Ihr müsst nur daran auch glauben. Habt Hoffnung daran, dass unser Herr, der Herr Zebaoth, dass er Armeen hat, die viel größer sind, eine Armee aus Engeln. Wenn der Herr es möchte, kann er alle Menschen zerstreuen. Mein Herr ist bereit, mich zu beschützen. Glaub daran. Dann werden alle deine Feinde verschollen. Darum sagt Herr, es ist bei dir kein Unterschied zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Darum hilf mir aus dieser Situation heraus und tue ein Wunder. Ich setze all meine Hoffnung auf dich, o Herr, in Jesu Namen. Amen, Amen.